geil das aussieht, ey. Oh, Hammer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So, guten Morgen. Wir sitzen jetzt gerade beim Frühstück. Die nette Frau hat wieder richtig coole Sachen gemacht. Auberginen und Tempeh. Pilze. Und Pilze. Hier gibt es wieder Obst. Ja, was machen wir jetzt Schönes? Wir fahren zum Wasserfall. Genau, wir nehmen den Adi mit, den wir gestern getroffen haben. Und dann schauen wir uns zwei Wasserfälle an. Und gucken mal, dass wir heute einen richtig coolen Tag haben. Gemacht hier mitten im Nirgendwo und wir haben erstmal hier getankt. Angekommen nach einem echt langen und komischen Weg, weil irgendwie war das gar nicht ausgeschildert hier und das Navi hat uns auch falsch geschickt. Aber dafür haben wir die Brücke gesehen. Ja, dafür haben wir so eine coole Brücke gesehen und ja, jetzt gehen wir zum Wasserfall. Und Blumenbeete auch mit ihrem Leuchten da. Und sind ganz gespannt. Und wie fandest du es jetzt beim Rollerfahren? Also zum ersten Mal praktisch in Asien. War aufregend. War aufregend. Würdest du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also U-Boot war in dem Center so ein bisschen stressiger, aber davon abgesehen, ja, auf jeden Fall. Gerade außen so geht's immer, ne? Genau, ja. So. Die Kurven, so da überholen, da wird schon ein bisschen schlimmer. Ja, und die fahren auch teilweise rasant, ne? Ja. Wie war das für dich zum ersten Mal? Ja, damals war es auch komisch. Wir hatten ja den Vorteil, wir haben in Thailand das erste Mal, oder sind das erste Mal Roller gefahren, da war es noch ein bisschen angenehmer als hier. Auch ja, wenn das eigentlich schon nach Chaos aussieht, aber die Leute fahren da doch noch gesitteter. Ja, hier ist teilweise schon echt nur rechts heftig. Und nicht rechts und links. Ja. Ja. Na gut, und das dann. Hupen vor allem die ganze Zeit, ja, von links. Ja, rechts, ja. Man kann es einfach nicht richtig machen. Genau. So, und jetzt müssen wir hier noch zum Wasserfall. Hammer, oder? Ja. Hashtag Bali, Hashtag Indonesien, Hashtag No Filter. Ja, voll cool, wir haben gerade schon den ersten Blick auf den Wasserfall bekommen. Hammer, durch die Bäume, ist echt weit weg, aber. Das sieht schon richtig cool aus. Das ist auch so das richtige Bali. So, nehmt euch auf jeden Fall einen guten Mückenschutz mit, wenn ihr hier seid. Ich werde gerade schon gut zerstochen. Und ja, der Adi im Hintergrund, der quetscht die Jessie gerade erstmal aus, warum wir Veganer sind. Wer es noch nicht weiß, wir haben ja noch einen zweiten YouTube-Kanal, der ist aber im Moment auf Eis gelegt. Den verlinke ich mal, Fitness-ID. Da geht es halt ja um Fitness und vegane Ernährung. Und ja, da sprechen wir gerade drüber. Und ja, der Weg hier ist auch echt extrem steil jetzt zum Wasserfall. Und ja, haben noch ein paar Meter vor uns, wie es scheint. Schauen wir mal. Ja.
Oh, wie geil das aussieht. Oh, Hammer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, wie geil sieht das denn aus? Also ich weiß ja nicht, ob ich wirklich jetzt da reingehen soll, weil da waren zwei Schlangen oder eine Schlange genau da hinten und naja, wir werden sehen. Schlange drin war. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Also ich finde das so geil. Ich würde schon gerne dahin gehen, aber. Ich fahr schon wieder. Oh mein Gott, ey. Voll die Schlange. Aber das ist eine tote Schlange. Ach, war die tot? Ja, also ich glaube, die kam auch nicht aus dem Wasser. Also kannst ruhig rein. Da ja, war das sagst nichts. Du mir jetzt so. Nein, nein. Da waren auch keine Fische, kein gar nichts. Also wirklich. Ja. War die tot, die Schlange? Wirklich? War die Schlange tot? Ja? War die Schlange tot? Ja. Echt jetzt? Ja, okay. Ja. Ja, tot. Ich weiß nicht, ob ich reingehen soll wegen der Schlange. Komm. Sollen wir mal reingehen? Ja, ich muss. Nein, ich muss gerade meine Angst überwinden, weil ja da eine Schlange war. Und eine tote Schlange. Ja, die sagen mir zwar eine tote Schlange, aber. Wie ne? Wenn da ein toter Tiger gelegen ist. Ja. Aber ich glaube, ich mache es. Oder? Ja, ja, mach es. Mit dem nächsten Video. Nein. Das ist ja gemein. Da, 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 so die Kamera rechts, dann hast du die beste in der Hand. Stessi? Geil! Geil, oder? Ja. Trotz der Schlangen? Ja. Ja. Da war alles voller Schlangen, das haben wir dir jetzt ja nicht gesagt. Das waren richtig viele. Nein. Ja. Nee, es war aber echt cool, weil ich bin jetzt auch noch nicht weiß, weil ich meine Angst überwunden habe. Oh, Alter, war ich ja gut gefreundet. Ja. Aber, boah, ist echt. Geiles Gefühl, ne? Ja. Ja. So. Es war so windig warm. Wir gehen jetzt wieder zurück. Hier ist kein Mensch mehr. Es war einfach so geil. Und wir müssen jetzt hier den ganzen Weg wieder hochgehen. So, wir sind jetzt in so einem kleinen Warung hier mitten in der Straße nirgendwo. Und wir hatten gerade erst mal gehörige Probleme mit der Verständigung, weil wir haben zwar das Gericht verstanden, was wir wollen, aber nicht, dass wir ohne Ei.
Fleisch und Milch und Fisch und ähnliches wollen. Genau, vegan. Und da kam zum Glück aber noch so ein Typ aus von nebenan, der sprach Englisch, der hat uns dann geholfen. Ich war hier. Ja, und wir sind super am Kochen da hinten. Ja. Das ist ein ganz kleines Warung, hier sind echt keine Touristen weit und breit. Das ist ganz cool. So sieht es jetzt aus. Hat wahrscheinlich auch geklappt. So, wir sind hier gerade an so einem kleinen Palmenwald, oder nicht Palmenwald, an so einem kleinen Wald vorbeigefahren. Jetzt haben wir erstmal wilde Affen entdeckt. Wie man hört, direkt an der Straße. So. Schauen wir uns mal ein paar Affen an. Das ist cool, hier sitzt einfach rum und isst in Ruhe. Da oben auf der Mauer sitzt noch einer. Und da chillt direkt auf der Straße rum. Geh einfach weg. Ach, die machen nichts. Leck mich, was ist mit dir? So, wir sind jetzt hier beim zweiten Wasserfall angekommen. Ist schon ein bisschen später. Aber haben es noch geschafft, bevor es dunkel wird. Nur ist das alles so ein bisschen extrem touristisch, leider. Zumindest der Weg dorthin. Da war doch der erste Wasserfall ein bisschen schöner gelegen. Mal schauen, wie der Wasserfall selber ist. Ah, cool. Da unten sieht man schon ein bisschen. So, jetzt haben wir den ersten Blick hier schon auf den Wasserfall bekommen. Richtig geil. Sieht echt noch cool aus als im ersten Wasserfall, meinte Dadi gerade auch. Ich finde, das sieht irgendwie imposanter aus. Ich finde es da cool, weil das so von verschiedenen Seiten kommt. Ja, auf jeden Fall. Wieder zu Hause und ja, wahrscheinlich fahren wir morgen noch mal zu dem einen Wasserfall, also zu dem zweiten jetzt, weil es ja schon dunkel wurde und wir mit der Drohne nicht mehr fliegen konnten. Und ja, jetzt haben wir geduscht und jetzt fahren wir noch was essen, treffen den Adi noch mal und ja, ich mache gleich noch ein bisschen Sport, weil ich habe jetzt wieder mit dem Sport angefangen, das muss einfach sein. Also muss ich das auch noch durchziehen und du bist ja noch ein bisschen krank, ja, ne? Nein, das ist aber schlimmer geworden, also von der Stimme auf jeden Fall her, wie man wahrscheinlich hört. Und naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch ins Bali Buddha, da waren wir noch nie und ja, sind mal gespannt, was es da so zu essen gibt. Okay. Oh, hier ist ja richtig schön. Ich dachte ja erst, es wäre eine Zeitung, aber das ist ja, ja hier wirklich die Speisekarte. Interessant gemacht. Ja. Krass. So, wir haben uns jetzt alle hier so rohvegane Pizzacracker bestellt zur Vorspeise. So, wir haben jetzt unseren Wrap bekommen. Es ist hier so ein Falafel-Auberginen-Wrap. Ist aber ein bisschen klein. Und der Ali hat hier einen Burger bekommen.
viel größer. Hätten wir bis jetzt auch so vegan genommen. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Gestern Abend haben wir leider nicht mehr gefilmt. Wie man hört, meine Stimme ist schon wieder schlimmer geworden. Gestern waren wir ziemlich lange in dem Wasserfall und irgendwie war das gleich ein bisschen für mich zu kühl. Oder ich habe mir da wieder Zug geholt und der Abend, ich war wieder so auf dem Husten, wo wir nach Hause gekommen sind nach dem Essen. Entschuldigung. Wir haben uns einfach noch ins Bett gelegt, schnell und das war's. Aber war auf jeden Fall ein super schöner Tag, oder? Ja. Richtig, richtig toll. Ja, cool. So. Und heute ja, fahren wir auch nicht mehr an den Tempel oder an den Wasserfall. Wir wollten ja heute an den Wasserfall nochmal und an den Tempel. Aber ja, geht ja jetzt nicht so gut mit Daniel dann. Und dann machen wir das ein anderes Mal. Weil wir wollten noch eine befreundete Indonesierin treffen. Und ja, aber morgen fahren wir erstmal nach Canggu. Dann kommen wir aber wahrscheinlich nochmal für einen Tag oder so nach Ubud. Und dann machen wir das nochmal. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich fand es echt cool. Wir haben noch gerade drüber nachgedacht oder darüber erzählt, wie man sich so entwickelt hat. Und das ist echt krass. Also früher, wo wir im ersten Teil in Urlaub waren, habe ich mich schon angestellt, wo ich die Schuhe irgendwo ausziehen sollte. Und da, wo 1000 Menschen barfuß rumlaufen mussten, sozusagen. Und jetzt bin ich einfach da in den Wasserfall gegangen, wo eine Schlange war. Und ich wusste ja jetzt nicht wirklich, ob sie wirklich tot ist oder ob noch irgendwo eine ist. Und keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht und ich habe meine Angst überwunden und die Angst ist ja sowieso schon besser geworden halt mit den Schlangen und so und ich habe es generell eigentlich nicht mehr, aber wenn da halt schon so ein Vieh drinne war, dann war das schon nochmal was anderes, aber ich bin schon stolz auf mich. Ja, ja, ich auch auf dich. Vor allem die Männer, wir waren erst im Wasser und da haben wir die Schlange ja gesehen, die Indonesier haben uns hier da rausgeholt und gezeigt, weil erst haben wir nur das Endstück gesehen, das sah aus wie ein komischer Fisch tot. Naja, und ich war todsicher, dass Jessie nicht ins Wasser gehen wird. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oh jo, das war's jetzt mit Jessie und Wasser, aber so ist reingegangen. Ja. Und ja, sogar ich habe mich ungut kurz gefühlt im Wasser, weil so ein riesen Biest an Schlange da drin ist dann doch nicht so schön. Ja, aber einerseits, man muss auch so sehen, Angst ist einfach nicht real, die entsteht nur im Kopf. Weil meistens hat man Angst vor Dingen, die es ja gar nicht gibt. Man hat Angst, keine Ahnung. Ja, viele vom Sterben durch irgendwas oder dass man gekündigt wird auf der Arbeit, da machen sich Leute Sorgen. Also wenn man jetzt irgendwie, wenn es da gerade eine Wirtschaftskrise gibt, okay, aber so. Oder Verlustängste und dass Dinge kaputt gehen, sie werden in eine Watte gepackt, ey, das sind alles Dinge, die sind ja nicht aktuell oder real. So viele Ängste entstehen einfach nur im Kopf, auch keine Schlange ist auf der Jagd nach dir, wenn du durchs Gebüsch läufst. Die beißt dich, wenn das, weil du drauf trittst oder sonst was oder Ähnliches, aber auch viele Leute haben Angst vor Bienen. Jessie ja manchmal auch, wenn sie ankommen, aber keine die Biene der Welt ist auf der Jagd nach dir. Das, ja, deswegen einfach mal Dinge trauen und nicht so viel Angst haben. Ja, und macht sonst nur einen Tag kaputt. Also ich wollte es einfach, zu diesem Wasserfall zu gehen. Und der Wille dazu war einfach stärker als die Angst. Und früher wäre es umgekehrt gewesen. Die Angst wäre stärker gewesen und ja. 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 Ja, in diesem Sinne hatten wir auf jeden Fall einen super schönen Tag. Wir können euch den Wasserfall total empfehlen. Der war richtig, richtig ja, cool. Ja, weil man vor allen Dingen auch so das richtige Bali sieht. Ne? Man, ja. Man sieht die Leute arbeiten, man sieht die Kinder zur Schule gehen und das ist halt anders als hier direkt in Ubud. Also macht es auf jeden Fall. Jetzt ja, vor allem auch mit Tränchen, weil ich so stolz bin. Ja, vor allem auch mit den Kindern da oben, wo wir waren. Wir sind halt ungefähr 1,5 Stunden gefahren zum Wasserfall und die Kinder da waren auch voll herzlich. Die haben gelacht, die haben uns zugewunken, Hello gerufen und so. Ja, und die Kinder in U-Boot halt, die sind schon so von den Touristen oder an die Touristen gewöhnt oder die Eltern reden vielleicht darüber, viele Touristen auch nicht so gut, weil sie sich nicht so okay benehmen hier und ja, viele Kinder, die lachen einen hier auch gar nicht an oder so. Und ja, auf dem Land, da ist das ja noch was Besonderes, wenn sie mal einen Weißen sehen oder einen Europäer oder so. Und ja, auch da, wo wir essen waren gestern bei der Familie, das war echt schön. Ja, in diesem Sinne, traut euch was, macht Dinge, die ihr noch nie gemacht habt und lebt euer Leben. Genau. Macht's gut. Ciao.